Hallo, in einigen Videos der Rubrik Entgruselt habe ich über die Synchronisierung der Wahrnehmung mit anderen Mitmenschen gesprochen. Vielleicht hast du dabei gedacht, Schurik, du alter Schlingel, diese Idee ist ja ganz nett und spleenig, doch kann ich diesen Effekt auch an mir selbst beobachten? Über das Thema sprechen wir in diesem Video. Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. In der Vergangenheit sprachen wir von der Neigung, unsere Wahrnehmung mit der unserer Mitmenschen zu synchronisieren. Jetzt wollen wir nicht über die Theorie sprechen, denn immer nur über die Theorie zu sprechen ist langweilig. In diesem Video sprechen wir ein wenig über die Praxis. Gut, es ist nur eine kleine Übung, doch damit kannst du sehr einfach die Effekte der Synchronisation sehen. Abhängig davon, wie viel Übung du darin hast, zu erkennen, was um dich her ist, kann eine kleine Vorbereitung nützlich sein. Okay, diese Vorbereitung ist immer sinnvoll in nahezu jeder Situation. Beginnen wir also. Die Vorbereitung ist, einfach zu erkennen, was du fühlst und wahrnimmst, unabhängig davon, wie du dich fühlst oder was du denkst. Zum Beispiel, wenn du an einem regnerischen Tag spazieren gehst, um etwas Ruhe zu bekommen. Vielleicht fühlst du dich ein wenig überarbeitet. Das ist, wie du dich fühlst. Vielleicht denkst du, dass ein regnerischer Tag einfach schön ist. Das ist, was du denkst. Was du wahrnimmst, könnte die Luftfeuchtigkeit und der kalte Regen sein. Was du fühlst, könnte die Ruhe sein. Soweit ist es nichts Besonderes. Die tatsächliche Vorbereitung liegt darin, innerhalb von nur einer Sekunde zu erkennen, was du fühlst und wahrnimmst. Das sollte keine halbe Stunde benötigen. Außerdem sollte der Zustand des Erkennens so lange andauern, wie du ihn brauchst, und du solltest Änderungen so schnell wie möglich wahrnehmen, auch wenn die nur sehr klein sind. Das ist keine sehr exzentrische Vorbereitung und in vielen Situationen nützlich, wenigstens im Straßenverkehr oder in Menschenmengen. Diese Fähigkeit wird sogar in vielen Kampfkünsten gelehrt, da sie in einer Selbstverteidigungssituation sehr nützlich ist. Was ich damit sagen will, ist, dass es sinnvoll ist, das so oft zu üben, wie du kannst. Kommen wir nun zur tatsächlichen Übung. Hier ist es nützlich, wenn du in einer Stadt oder einem Dorf wohnst, wo du sicher bist, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit du rausgehst. Der Anfang der Übung besteht darin, dir eine Route zu überlegen und zu verschiedenen Tagen und Zeiten rauszugehen, um ein Gefühl für diese Route zu bekommen. In diesem Fall ist es auch hilfreich, wenn es viele Anwohner gibt und die Fenster mit Rollos versehen sind, sodass du nicht siehst, ob das Licht an ist oder nicht. Wenn du ein Gefühl für deine Route hast, gehe nachts raus. Natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Die Nacht ist sinnvoll, da es draußen dunkel ist. Wer hätte das jemals gedacht? Die Dunkelheit bewirkt, dass dich deine Augen nicht zu sehr ablenken. Die Nacht bewirkt, dass in Abhängigkeit von der Zeit die meisten Leute schlafen gehen. Durch eine glückliche Fügung bekommst du die Dunkelheit und die Nacht zur selben Zeit. Natürlich hängt es davon ab, wo du rausgehst. Um bis hierhin zusammenzufassen, wenn du nachts rausgehst, sollte der Einfluss des Lichts immer gleich bleiben, um dich nicht abzulenken. Was du ändern solltest, ist die Zeit, wann du deine Route abgehst. Nun kommt deine Vorbereitung zum Tragen. Fühle, was immer du fühlst, wenn du gehst. Nimm wahr, was immer du wahrnimmst, unabhängig davon, wie du dich fühlst oder was du denkst. Vielleicht findest du sogar die richtige Zeit, wenn die meisten Leute ins Bett gehen, wenn du deine Route gehst. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, kannst du diese Übung einfach modifizieren, sodass es nicht nötig ist, an die frische Luft zu gehen. Ich will nicht zu viel spoilern, doch mit dieser kleinen Übung hast du ein beeindruckendes Beispiel für die Synchronisation.